herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir verbringen heute den Tag im Kühlhaus, denn das ist der Veranstaltungsort hier am Gleisdreieck, an dem die Absolventen der BTK ihre Abschlussarbeiten präsentieren. BTK, das ist die Berliner Technische Kunstschule. Hans Balzer ist der Leiter des Studiengangs Illustration. Herr Balzer, Technische Kunst, wenn man es ganz platt sagt, was bedeutet das? Der Name ist vielleicht etwas irreführend. Die BTK ist eine Fachhochschule für Gestaltung und vereint ganz unterschiedliche Studiengänge unter ihrem Dach. Das fängt an bei Fotografie, geht über Kommunikationsdesign, Game Design, mediale Räume, Interaction Design, Film- und Motion Design bis hin zur Illustration. Quasi Werbung? Nein, durchaus mehr als Werbung. Also Werbung, ganz klassische Werbung, ist sicherlich auch ein Anwendungsgebiet unserer Absolventen. Aber das geht weit darüber hinaus. Wir sehen einen Querschnitt ganz unterschiedlicher Arbeiten. Wir sehen Fotoshootings, die in Thailand gemacht worden sind. Wir sehen Horrorcomics, wir sehen gezeichnete Traumsequenzen. Wir sehen grafisch gestaltete Erscheinungsbilder, Filmclips ganz unterschiedlicher Art. Also ein weites Spektrum und wir sehen sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten, weil in der BTK kann man auch in einigen Studiengängen Masterabschlüsse machen. Gab es da Vorgaben für die Themen? Nein, da gibt es keine Vorgaben. Das sind immer persönlich gewählte Themen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass die Studierenden sich ihr Thema selbst suchen. Wie viele Arbeiten sind es insgesamt? Das sind ca. 75 Absolventen, die heute hier ausstellen. Wie lange ist die Ausstellung noch zu sehen? Die Ausstellung wird bis Ostermontag zu sehen sein. Veronika Geiger ist eine der Absolventinnen der BTK. Veronika, welche Fachrichtung hast du studiert? Illustration. Und das ist hier dein Werk, das heißt Hugos Splitterwochen. Ja, genau. Basiert auf einem Menschen, der wirklich existiert, bei dem Schizophrenie diagnostiziert wurde. Mir diese Person einfach sehr nahe steht und ich mich vorab schon mal mit Schizophrenie auseinandergesetzt habe und fand das Thema an sich in Beziehung mit Kunst einfach sehr interessant und habe dann das so umgesetzt. Und das ist jetzt eine Illustration zu einem Buch? Ja, genau. Also das basiert auf dem Leben Hugos. Also ich habe mit ihm sehr viele Gespräche geführt, habe dazu auch sehr viele Skizzen angefertigt und daraus wurde dann eben in der Umsetzung dieses Buch, was dort liegt. Wie nähert man sich da der Illustration an? Also wenn ich jetzt hier das Bild mit den Augen sehe, was für ein Gespräch oder was für eine Geschichte hängt da dran? Also es gibt tatsächlich sehr viele Vorstufen bis zu dem fertigen Bild. Also dass wir erstmal tatsächlich sehr viele Gespräche führen, dass ich die erstmal schriftlich festhalte, dann als Skizzen, die man auch hier unten sieht. Bis es dann bis zur Umsetzung kommt, ist natürlich dann meine Interpretation dessen, was Hugo mir erzählt hat. Also jetzt auch zum Beispiel hier in diesem Bild, dass er mit den vielen Augen, dass er einfach durch die Stadt geht oder durch einen Ort geht, sich ständig beobachtet fühlt, eigentlich aber in einer leeren Stadt sich befindet. Also es sind immer Augen auf ihn gerichtet. Egal wo er ist. Also da gehört ja dann wahrscheinlich auch viel Psychologie dazu, die man während des Studiums lernen muss, um eben wirklich so den Kern zu treffen von einer Geschichte. Naja, man muss die Geschichten einfach auf eine gewisse Weise verstehen. Also ob man die jetzt richtig versteht oder nur für sich selber, ist dann vielleicht am Ende gar nicht mehr so wichtig. Man muss sie nur in einer bestimmten Art übersetzen. Ne? Ob jetzt nur für einen selber verständlich oder für eine so große Masse, ist ja dann vorgegeben oder eine eigene Entscheidung. Wie lange studiert man Illustration? 3 Jahre. Und dann ist man hinterher? Bachelor of Arts. Und welche Richtung, also was willst du dann beruflich machen? Das entscheidet sich noch ein bisschen, also ich bin noch ein bisschen im Suchen. Ich würde natürlich sehr gerne Buchillustrationen anfertigen, aber auch in anderen Bereichen, also Editorial Design oder auch im Bereich Sport auch sehr gerne. Jetzt sind die Werke hier ausgestellt. Heißt das, die werden noch bewertet oder ist das jetzt quasi schon nach der Beurteilung?
Beurteilung, Präsentation ist alles schon durch. Jetzt kommt eigentlich nur noch die Ausstellung für Außenstehende einfach. Bisher war es sehr intern alles und jetzt ist es für Eltern, Familie und für Freunde. Und Interessenten. Und wie ist die Beurteilung ausgefallen? Ganz gut, ja. War ganz gut. Ja, bei mir ist Irma Entenmann und die hat Fotografie studiert, würde ich sagen. Ja, jetzt hat. Kann man schon in Vergangenheit reden. Irma, was hast du hier als Abschlusswerk geliefert? Also meine Arbeit heißt, wer nicht heulen kann, findet sein Rudel nicht. Und es ist eine fotografische Arbeit zwischen Dokumentarfotografie und künstlerischer Fotografie und soll kurz gesagt daran erinnern, gemeinsam das Leben zu feiern. Was ich daran mag, ist, dass er eigentlich alles einschließt, was ich mit meiner Arbeit aussagen will. Also heulen steht fürs Weinen, fürs Emotionen zeigen, aber auch fürs Lautsein und Rufen und sich mitteilen und zeigen. Nicht, dass man unbedingt jetzt laut sein und Randale machen muss, aber dass man, der, wer man ist, auch sich zeigen soll. Und der Titel sagt auch aus, dass der Mensch kein Einzelgänger ist, sondern ein Gemeinschaftstier. Auch Jill Bettendorf hat Fotografie studiert. Jill, was war dein Thema? Also mein Thema, das heißt Psychotop. Und Psychotop, das ist, muss ich vorstellen, das ist so ein dynamisches, transparentes Netz, das sich zwischen Mensch und Natur webt. Also man kann es vergleichen zwischen zwei Menschen, die ein Gespräch führen und das sich dann zu einer Beziehung entwickelt. Also es geht eigentlich um die Naturverbindung, also zwischen Mensch und Natur und die Vereinigung und Verbindung. Wo hast du das fotografiert? Das sieht jetzt sehr exotisch aus. Ich habe das in Südspanien fotografiert. Bin dann extra da hingeflogen und ja, mit zwei Models und hatte eine Assistentin. Genau. Dann hast du dich für Schwarz-Weiß entschieden und nicht für Farbe. Warum? Für mich hat Schwarz-Weiß etwas Zeitloses und ich mag zeitlose Fotografie und deshalb Schwarz-Weiß. Ja, Giske erfüllt sich einen Traum, die erzählt nämlich hier eine Horrorgeschichte. Ja, das tue ich. Eine Horror-Fantasy-düstere Geschichte. Worum geht's? Es geht um einen Typen, der quasi für die Viecher und dunklen Mächte, die ganzen mystischen Kreaturen, die in unserer modernen Welt noch existieren, eintritt und deren Probleme löst und guckt, dass die irgendwie noch geheim leben können. Was natürlich zu interessanten moralischen Verwicklungen führt. Du erfüllst dir damit einen Traum. In der Tat beschäftigt dich das Thema schon seit deiner Kindheit. Ja, tatsächlich. Also schon als Kind habe ich gerne irgendwie düstere Sachen geguckt und gelesen. Mein Vater hat mir früh die Grimmschen Märchen und griechischen Sagen und so vorgelesen. Also die Odyssee und Ilias. Ja, und Mythologie und sowas hat mich schon immer beschäftigt irgendwie. Warum bist du jetzt parteiisch mit den bösen Wesen? Also ich würde sie erstmal nicht als böse bezeichnen, aber ich fand es interessant, weil es sie teilweise zu Kulturen gehören, die am Untergehen sind oder am Vergessen und quasi eine Minderheit darstellen und es halt jemanden gibt, der sich für sie einsetzt, auch wenn sie Dinge tun, die wir als Menschen nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen können. Thank you.
Ja, jetzt wird es wirklich technisch, denn Patrick erklärt uns das erste ganzheitliche, smarte Biking-System. Genau, ja. Ja, wir haben hier Kobi im Hintergrund und Kobi ist, wie du gerade schon gesagt hast, das erste ganzheitliche, smarte Biking-System und verknüpft alle Funktionen, die man am Fahrrad gebrauchen kann, in einem System. Und Geräte wie der Fahrradtacho, die Smartphone-Halterung, die Klingel werden in einem System zusammengepackt und werden in diesem Hub kombiniert. Und man muss eben nur noch ein Gerät am Lenker haben. Und ich arbeite dort mit einem Designteam von 5 Leuten. Wir arbeiten an allem, was mit Gestaltung bei Kobi generell zu tun hat, aber zum großen Teil natürlich auch an der App, die zu dem System dazugehört und die man sich dann runterladen kann, wenn man es gekauft hat. Und ja, in meinem Bachelorprojekt habe ich das Ganze, was wir da bisher haben, noch mal ein Stück erweitert. Was ist jetzt das ganz Neue daran? Das ganz Neue ist, dass man sein eigenes Smartphone, das, was man sowieso immer dabei hat, nutzen kann, um die zentrale Schaltstation für das Fahrradsystem zu sein. Also man hat mit seinem Smartphone direkt eine Biking-Navigation, man kann seine Fitnessdaten tracken lassen, man kann über die App Freunde anrufen während der Fahrt, muss nicht aus der App rausgehen, man kann seine Musik über die App steuern und so wird es einfach alles viel intelligenter in einem kombiniert und man muss nicht mehr an viele verschiedene Sachen während der Fahrt denken. Und man kann den Blinker damit kombinieren. Es gibt ja den Daumencontroller noch am Fahrradlenker, über den man das ganze System während der Fahrt steuert, sodass man nicht auf dem Bildschirm rumtatschen muss. Und wenn man über den Daumencontroller kann man nach rechts und links blinken dann. In Deutschland wird es zu Beginn nicht erlaubt sein, weil es vom Gesetz einfach nicht erlaubt ist, dass Fahrräder blinken. Aber in allen anderen Ländern in Europa und auf der ganzen Welt wird es diese Funktion geben. Ja. Kiekmarin heißt es bei Angela Münzner. Der Berliner Dialekt ist hier das Thema. Genau, genau. Und ich habe ein Ausstellungskonzept zum Berliner Dialekt gemacht. Dafür bin ich ins Kommunikationsmuseum, das soll der Ort sein, gegangen, die Räume vermessen und halt das an die Räume angepasst und habe eine Art Erlebnisausstellung zum Berliner Dialekt gemacht, ja. Wie muss man sich das jetzt ganz konkret vorstellen? Ich habe in der Theorie mich mit dem Berliner Dialekt auseinandergesetzt und habe festgestellt, also in der Öffentlichkeit ist das sehr verrufen, es ist negativ und die meisten finden das als aggressiv, vulgär und so weiter. Und aber wenn man sich mit den Berlinern selber unterhält, stellte ich doch fest, dass die meisten halt zwar Berlinern, aber im privaten Raum und dass es doch der Bedarf da ist an Berliner Dialekt, wenn man vielleicht irgendwie so einen Rückzugsort hat, um sich dann so eine Art Privatsphäre, dass man sich ein bisschen abgrenzt, weil durch Englisch geht das ja verloren, das Ganze. Und ja, deswegen fand ich das eigentlich sehr schade, weil das irgendwo ein Kulturgut ist und das zu der Stadt Berlin gehört. Und ja. Aber wie stellst du das jetzt visuell dar? Genau, visuell habe ich mir Folgendes überlegt. Also ich habe mit einem 3D-Programm gearbeitet, habe die Räume mit einem 3D-Programm nachgebaut und dann versucht halt die Exponate da reinzustellen und das halt als eine Ausstellung. Ich habe zum Beispiel einen Raum, also das, der Hauptraum, der ist dunkel und dann sind da weiße Luftballons, also jetzt ein Beispiel. Und auf den weißen Luftballons stehen Berliner Worte drauf, Worte, die noch gekannt werden, einzelne Worte wie Schrippe oder Keule, Atze, also die beliebten Berliner Worte. Und das soll halt das symbolisieren, dass der Berliner Dialekt eigentlich zurückgeht und ausstirbt. Und die Luftballons stellen symbolisch eine Seifenblase dar, sodass das Wort platzen kann und somit auch das Wort verschwindet. Insgesamt ist die Ausstellung so gedacht, dass da ganz viel mit den Orts- und Gebäudenamen gearbeitet wird, wie Bierpinsel, Goldelse, Zählespargel, alles, was man sich visuell als Wortmarke vorstellen kann. Und genau, und dann habe ich da gewisse so Exponate. Ich habe halt einen Telespargel nachgebaut aus dem Spargel und einem Fernsehen. Oder ich habe halt Lippenstift und Puderdose genommen, also ganz einfache visuelle Metapher. Und der Besucher ist quasi aufgehalten, durch diesen Raum zu gehen und sich selber wie so eine Rätselexpedition, um anzugucken, ah, okay, ich kenne das, okay, das ist die Elefantenwaschmaschine, dass man sich das so ein Stück für Stück zusammenreimen kann. Ist das jetzt nur als Modell bzw. als Konzept gedacht? Oder? Konzept, ja. Das ist ein Konzept. Ich habe ein Modell gebaut und ich habe einen Film, der einen Durchgang zeigt durch die ganzen Räume.
Wäre es denn möglich oder ist es auch geplant, das tatsächlich als Ausstellung zu machen? Ich hoffe sehr. Ich würde das sehr begrüßen, ja klar, absolut. Ja. Aber da ist man jetzt nicht im Gespräch mit dem Kommunikationsmuseum? Noch nicht. Die wissen, die kennen das Projekt, also ich war mit denen in Kontakt, aber ich muss es jetzt, wo es fertig ist, muss ich das wohl vorstellen, also werde ich das auf jeden Fall vorstellen. Viel Glück dabei und vielen Dank. Okay, danke.